Es sind ganz viele wichtige Punkte, die wir heute noch mal deutlich machen wollen, die wir wieder einfordern und so lange einfordern werden, bis einem die Füße jucken. Und auch wenn ihr es schon nicht mehr hören werden wollt, werden wir es immer noch anbitten und immer noch darum flehen, dass jeden Tag aufs Neue das Asylbewerberleistungsgesetz bitte seine Richtigkeit hat und eingehalten wird. Danke. Mir, Christiane, danke, dass ihr alle da seid. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es mir gerade geht. Es gibt sicherlich einige hier, die noch nicht so viel über Moabit Hilft wissen und was wir machen. Daher möchte ich ein wenig erstmal von uns erzählen. Moabit Hilft ist 2013 in Dianas Wohnzimmer quasi gegründet worden. In ihrer unmittelbaren Nähe ist eine Unterkunft entstanden und sie hat Moabit Hilft gegründet, indem sie einen Aufruf gestartet hat, dass sie Kleider sammeln möchte. Innerhalb einer kürzesten Zeit hatte sie in ihrem Wohnzimmer 150 Kisten mit Kleidung stehen. Es war eine doch große Probe, auch für die Familie. Daraufhin ist Moabit Hilft mehr oder weniger gegründet worden und hat sich seit dem Tag an, seit 2013, dafür eingesetzt, dass in der unmittelbaren Unterkunft die Menschen begleitet werden, Deutschunterricht erhalten und unterstützt werden. Diese Wege haben natürlich auch zum weltberühmten mittlerweile Lageso geführt. Dadurch, dass wir immer vor Ort waren, mussten wir am 5.8. einen Hilferuf starten. Mussten wir am 5.8. einen Aufruf starten, gemeinsam mit anderen Initiativen, dass dort auf dem Feld geholfen wird. Dort saßen am 5.8. bei 40 Grad Fieber 1500 Menschen, die gerade frisch angekommen, teilweise völlig unverpflegt waren, keine Nahrung, keine hygienische Unterstützung, keine Lebensmittel, keine medizinische Versorgung. Wir haben dann innerhalb von einer Woche mit der Unterstützung von hunderten Helfern am Tag innerhalb einer Woche alle humanitären und medizinische Versorgung übernommen und auch geleistet, was teilweise bis heute ist. Wir hatten und haben... in unserem kleinen Haus R bis zu 40 Menschen gehabt, die gleichzeitig Obst geschnitten haben, Getränke abgefüllt haben, aufs Feld gebracht haben. Wir haben stündlich Essen auf den Platz gebracht. Wir haben Kleidung ausgeteilt, Hygieneartikel ausgeteilt. Erst nach 3 Wochen hat man es geschafft, seitens des Lagesos Vivantes auf den Platz zu stellen mit einer, sage ich mal, mittelmäßigen Essensversorgung, die wir weiterhin noch unterstützt haben mit einem Verein, dem Verein für Familie und Jugend, die in unmittelbarer Nähe in der Rathenower Straße sitzen, die jeden Abend 800 bis 1500 Essen gebracht haben. In der 2. Woche haben wir die Unterstützung. In der 2. oder 3. Woche haben wir die Unterstützung der Caritas erhalten, die auch heute noch Seite an Seite mit uns täglich den gleichen Kampf kämpfen. Wir sind jetzt in der 11. Woche und die Situation ist weiterhin so, dass wir die komplette medizinische Versorgung gemeinsam mit der Caritas stellen. Es sind Ehrenamtliche da. Man staunte doch nicht schlecht, als vor 2 Wochen beim Marathon es kein Problem war, einen Medipoint einzurichten, der in der Presse auch gelobt wurde. Bei uns ist er immer noch nicht. Was passiert also auf dem Lageso? Das Lageso, das Landesamt für Gesundheit und Soziales, ist der Ort, wo Menschen, die bei uns Asyl beantragen, hinkommen müssen, um sich zu registrieren. Man stellt sich dort für eine Nummer an, geht in das Haus A, dort werden die Fingerabdrücke genommen und Fotos genommen. Diese Unterlagen werden dann geprüft, dann wird diese Nummer aufgerufen und man erhält seine Unterlagen. Wenn man Glück hat, ist der Berlin-Pass dabei, wird auch gerne mal vergessen, der Krankenschein und so weiter. Was ich in 30 Sekunden gerade erklärt habe, dauert momentan bis zu 57 Tagen. Also, wo sind wir heute?
In den Unterkünften warten monatelang Menschen weiterhin auf ihr Geld vom Lageso. Das Lageso gibt weiterhin Hostelgutscheine aus, in dem Bewusstsein, dass es ebenso eine direkte Obdachlosigkeit bedeutet. Wir hatten gerade den Fall in Karlshorst, dass dort eine Familie mit Hostelschein stand und dort nicht reingekommen ist. Also mussten wir jetzt von hier organisieren, dass diese Familie unterkommt. Wir haben Geschäftemacherei mit unseriösen Hostelbetreibern. Neuen Unterkünften fehlt es an dem Nötigsten, teilweise an Bettzeug oder Nahrung. Ehrenamt muss weiterhin die Aufgaben des staatlichen Versagens übernehmen. Ehrenamt kommt weiterhin einem Billigsektor nahe. Geflüchtete werden mittlerweile kaserniert und durch die Behörden ihrer Würde beraubt. Es stehen hunderte Menschen weiterhin ungeschützt im Regen und im Dreck. Wir verteilen tausende von Decken und Regenponchos. Aufgrund der verfehlten Sozialpolitik dieser Stadt fehlt es weiterhin bei den Neu- und Altbürgern dieser Stadt an Wohnraum. Und die Verantwortlichen produzieren Bilder, die ihre abschottungs- und menschenachtlichen Politik in die Hände spült. Und ich spüre nur noch Verachtung. Wir brauchen keine Ewiggestrigen wie Horst Seehofer. Wir brauchen keine Deckelung der Geflüchtetenzahlen. Wir brauchen keine Gesellschaft, die die Gnade ihres Geburtsortes als ihr privilegiertes Recht empfindet. Wir brauchen keine neue Form des Kolonialismus. Wir, die wir hier stehen, erklären uns solidarisch mit vertriebenen und flüchtenden Menschen. Wir brauchen eine Gesellschaft, die sich wieder erinnert, dass auch ihre Herkunft aufgrund von Zuwanderung entstand. Wir brauchen eine Gesellschaft der Solidarität. Und diese Gesellschaft seid ihr, sind wir. Lasst nicht locker. Wir fordern ein Ende der Politik Privilegierter. Das betrifft sowohl Geflüchteter als auch sozial benachteiligter Menschen. Und vergesst dieses bitte nicht bei der nächsten Wahl. Danke. Yo!